Hallo. Ja, guten Tag euch alle. Alle Organisatorinnen und alle ständigen Besucher von dieser Demonstration wünsche ich in diesem Jahr endlich mal ein Jahr mit Frieden und vor allem mit positiven Wechseln. Es werden vielleicht kleine Wechsel sein, aber die Hoffnung ist das Letzte, was man verliert. Als ich hier gekommen bin, muss ich sagen, habe ich mir viele Gedanken gemacht. Ich fange dieses Jahr etwas skeptisch an. Wir sprechen für Frieden, wir demonstrieren für Frieden und es kommt so wenig vom Frieden an. Ich kam hier und ich habe gesehen, dass Menschen hier stehen, die oftmals da sind, weil sie es verstanden haben, wie Schuder schon gesagt hat. Sie haben es verstanden, worum es geht. Aber viele nicht. Wenn wir uns die Fotos von diesen Kindern da sehen, wie viele von uns haben 16-jährige Kinder? Im Iran sind viele Eltern ohne diese Kinder mehr geblieben. Iran, meine lieben Leute, ist nicht weit weg. Iran ist auch hier. Die Menschenrechte sollten überall respektiert werden. Und in dieser privilegierten Welt sehen wir nicht das Leiden von anderen Ländern. Und deswegen bedanke ich mich bei euch allen, weil ihr trotzdem hier seid. Schuh hat heute was ganz Wichtiges gesagt, was mich in diesem ganzen Jahr leiten wird. Schuh, vielen Dank dafür. Und zwar zwei Sachen. Empathie und Gleichgültigkeit. Ich glaube, das sind zwei Sachen, die man sich wirklich vornehmen kann. Wenn man mit einem empathischen Blick diese Bilder, diese Kinder anschauen kann. Und wenn man wirklich zuhört, was die Menschen hier von sich geben, wird man empathisch. Ich bewundere Shakiba und alle und viele anderen hier. Ich benenne jetzt schon, was sie davor gesprochen hat und mich wirklich inspiriert hat und mich gestärkt hat. Manchmal glaubt man, für den Frieden zu kämpfen, hat keinen Sinn. Aber nicht, wenn man hier hinkommt und euch sieht. Deswegen wünsche ich euch viel Kraft, viel Stärke. Die politische Vertretung der Migrantinnen in Münster sowie unsere Stimme, die wir im Rat der Stadt Münster haben, werden wir dafür nutzen, um euch weiter zu unterstützen, weiter zu stärken. Vielen Dank und ich hoffe, dass in dem Iran sich endlich was ändert. Aber hier in Münster, Menschen, hier können wir was ändern. Dankeschön. Danke, liebe Maria Salinas, die Vorsitzende von dem Integrationsrat und die immer dabei ist und uns dabei ist.